Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge, die Siedler 2 Gold Edition. Wir sind in der allerletzten Mission angekommen. Du sollst da oben doch kein Eisen suchen. Du sollst hier unten Eisen suchen. Jetzt wirst du hier hinten wahrscheinlich verloren gehen und ich habe dann keinen einzigen mehr von dir. Von deiner Sorte. So sind wahrscheinlich auch die anderen verloren gegangen. Jetzt müsste ich ja aber auch noch einen Hammer haben. Immer noch nicht. Wieso nicht? Ich hab doch... Ich verstehe es nicht. Ich überhaupt noch erkunde. Also vier Stück. Wo sind die denn bitte? Der sucht mir Kohle da hinten im gegnerischen Bereich. Der soll hier runterkommen. Ich baue einfach jetzt auf gut Glück da oben ein Kohlebergwerk. Das bringt mir nämlich sonst nichts. So. Jetzt ist das gerade fertig und dann wird hier besetzt. Ich sehe es schon kommen. Irgendwie. So. Der kriegt keine Münze. So, der wirft ununterbrochen Steine auf alle Festungen. Es kann wahrscheinlich sich nur um Jahre handeln, bis der irgendeinen Fortschritt macht. Wahrscheinlich verbrauche ich so meine ganzen Steine. Irgendwann sind wir vielleicht durch. Soldaten machen ohne Minen. Ich habe zum Glück noch Eisen. Kohle ist aber auch gerade sehr wichtig. Und ohne Erkunder kann ich keine ohne Gelehrten noch nicht. Aber wo sind die denn bitte? Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich gesagt, wo sind meine Gelehrten? Sind die ein Feindesland? So wie der andere hier hinten. Du hast keinen Fisch mehr, okay. Du hast kein Holz mehr. So, dann brauche ich auch diese Hütte hier hinten nicht mehr. So, alles aufgeräumt. Da kommt wieder ein Soldat, okay. Ich brauche aber... Okay, jetzt habe ich einen Fischer für hier. Ein Steinhof. Schau mal hierher. Kohle wird hier gefördert. Nicht viel, aber immerhin. Du hast keinen Stein mehr. Und du auch gleich nicht mehr. Hier steht auch noch alles. Trifte. So, der hier ist jetzt auch fertig und bekommt Steine. Und jetzt habe ich keine Steine mehr, außer hier. Hier wird noch weiter gebaut, hier wird irgendwann mal besetzt. Sobald ich Soldaten ausgebildet habe. Ich kann natürlich auch Inland kurz ein bisschen reduzieren. Ein Versuch war es wert. Du kannst direkt hier hoch. Perfekt macht er. Ah ne, dachte ich, er macht sogar.
So, und ich baue hier oben wieder Gold ab. Ich habe keine Ahnung, ob da Gold ist. Aber was soll ich machen? Jetzt verteile ich mal wieder. Wenigstens so. Vielleicht bekomme ich dann ein paar Hammer. Hier ist ja auch keiner angekommen, also. So, ich will keine Erze hier unten. So. So, der wirft auch noch schön happy Steine. Die ziehen jetzt alle ihre Soldaten ab. Warum? Das finde ich nicht nett. Wahrscheinlich auch zum Ausbilden. Endlich wird es besetzt, okay. Die nehmen das also nicht weg. Okay. Das scheinen wir so langsam im Griff zu haben. So. Keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwann mal einer ankommt. Da ziehe ich mal den Weg hier so schräg hoch. Dann kann der Stein nämlich auch direkt hier hoch. Angreifen könnte ich auch noch, das möchte ich aber jetzt noch nicht. Achso, da sind schon welche unterwegs, gut. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir unsere Gelehrten. Das fände ich super. Geht auch ein Stück weiter. Na gut. So, der ist gleich voll besetzt. Der hier wird weiter ausgebildet. Hier auch noch. Da wird Kohle gefördert. Das ist sehr gut. Und da Eisen, das ist auch okay. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht nochmal Eisen rausbekommen. Wieder auf gut Glück. Ich habe keine Ahnung. Da ist einer. Wo kommt der denn jetzt her? Und wo geht er hin? Das ist die nächste Frage. Haus nicht besetzt. Okay. Gleich schon. Kein Fisch mehr. Okay, wenn der keinen Fisch mehr hat, wird er abgerissen. So, hier hinten weiß ich gar nicht, ob wir da einen Fisch hatten. Wir machen es einfach. Und wenn der nichts ist, dann können wir es ja wieder abreißen. Und das kann ich eigentlich auch abreißen. Puh, das war knapp. Ah, okay. Ich glaube, die Kante haben wir gesichert. So. Wir wollten gucken, wo der hinrennt. Eisen haben wir hier, okay. Sehr gut. Bauen wir. Einfacher. Okay. Sehr gut. Das ist eine gute Sache gewesen. Jetzt hätte ich gerne hier nochmal ein bisschen Kohle und so Zeug. Yippie. Da könnte ich auch nochmal ein Eisenbergwerk bauen. So einen komischen Weg hier durch. Durchgeschlängelt.
So, du bist jetzt da oben. Ihr seid da hinten. Gut. Da unten könnt ihr auch nochmal vorbeilaufen. Dann sehen wir da auch, ob da alles aufgeräumt ist. Also nicht aufgeräumt, sondern halt auch noch da. Das war schön daneben geworfen. Geht mein ganzer Stein flöten. Nahrungstechnisch schaut's gut aus. Gold wird auch wieder gefördert. Sehr gut. Läuft alles sehr, sehr gut. Mir fehlt Wasser. Warum fehlt mir Wasser? Wenn man was fehlen darf, dann nicht an Wasser. Das ist doch verrückt. So, machen wir das einfach mal so. Zack. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Wasser. Du bist verbraucht. Vollkommen okay. Wir haben einen Schuss hier ins Blaue eigentlich gewagt gehabt. So, der ist noch nicht hier angekommen. Habe ich jetzt Hammer? Ich habe immer noch keinen Hammer. Warum habe ich keinen Hammer? So, du hast jetzt aber Eisen. So. Also wenn das jetzt kein Hammer wird. Dann drehe ich aber durch. Turm. Da kommen wir nicht hin. So, ist fertig. Hat er den Hammer rausgebracht oder habe ich gerade verpasst, was er rausgebracht hat? Eine Spitzhacke. Ach komm. Da muss der ja wieder. So ein Mist. Aber er arbeitet ja schon, das heißt, er hat ja schon Eisen bekommen. Okay, okay, okay. Muss ja funktionieren. So. Du hast auch keinen Fisch mehr. So. Das bedeutet, dich brauchen wir auch nicht mehr. So. Und wir haben nochmal Eisen gefunden. Das ist genau hier. Ah, da fehlt Nahrung. Okay. Das läuft. Hier haben wir auch nochmal schön viel Eisen. Hier wird besetzt irgendwann. Da oben hat es noch mehr Steine. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das holen wir uns alles ab. Die Festungen stehen alle auch noch. Da kommen wir wohl noch nicht durch. Die ist auch gut am Ausbilden. Du hast wieder daneben geschossen. So, schauen wir mal. Und wenn du nur auf eine Festung schießen würdest, dann wäre das weitaus besser. Ist halt so. Müssen wir erstmal akzeptieren. Und wir haben ja hier noch ein bisschen Stein und da oben haben wir noch mehr Stein gefunden. Das ist halt die Frage, hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin zum Abbauen. Der hat wieder kein Eisen. Weil der kein Eisen hat. Aber wir haben Eisen da. Und das wieder das Problem ist, dann bauen wir hier einfach nochmal eine Schmelze hin. So. Jetzt kommt er mir hier mit seinem Turm. Da ist kein Soldat drin. Hier baut er wieder eine Hütte. Das ist auch okay.
Du bist verbraucht. Das ist okay, das war ja auch auf gut Glück. Und da haben wir nochmal Eisen gefunden. Soldaten bewegen sich, sehr schön. Der schießt wieder. Guter Treffer. Die fangen jetzt auch an zu arbeiten. Nochmal eine Fischehütte. Ich meine, an Fisch sollte es uns nicht mangeln, da haben wir echt genug. Der arbeitet hier auch noch schön fröhlich für sich hin. Könnten wir eigentlich hier rüber verlegen. Gucken, ob ich hier einen Holzfäller noch habe. Wir haben einen Hammer. Wir haben einen Hammer. Wenn ich jetzt hier nochmal einen herrufe. Wenn ich jetzt nochmal einen herrufe. Ist der Hammer verbraucht. Sehr schön. Und damit bekommt er kein Eisen mehr. Gut. Und damit habe ich wieder ein paar Geologen. Du bist verbraucht, das ist in Ordnung. Du wirst wahrscheinlich eh bald abgesägt, wenn der hier mit seinem Turm näher kommt. Deswegen akzeptiere ich das jetzt mal. Ich habe wieder nicht gespeichert. Na dann speichern wir nochmal. So. Du findest Kohle. Okay. Du hast einen Stein, dann schieß doch. Wir haben eine Burg zerstört, Leute. Und ist sogar noch schön auf Kamera. Krass. Das finde ich super. Jetzt müssen wir ja nur noch hier zerstören. Kohle gefunden. Achso, das habe ich ja schon abgebaut. Und da waren wir genau am richtigen Zeitpunkt hier hin. Achso, jetzt hat er hier natürlich noch die Festung und hier. Ich glaube, wir können nur noch auf die da schießen und nicht auf die. Wir haben noch mehr Gold gefunden. Minimal. Das ist okay. Und wir produzieren Soldaten. Das ist auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Du bist verbraucht. Okay. Jetzt schicken wir hier und hier nochmal so zwei von diesen Leuten her. Wir expandieren immer weiter. Fischehütte bauen. Und dann kommen wir da vielleicht ziemlich schnell hoch. Sieht fast schon grün aus mit dem Gras drunter und dem Gelb. Wir haben Kohle gefunden. Super. Die bauen wir ja schon ab. Und damit ist unser Gold aufgebraucht. Ups. So. Gucken wir mal, ob wir nochmal einen herholen können. Er ist auch unbesetzt. Ja, gleich wird er besetzt. Mal gucken, ob der wieder angreifen will, da der Mann. Kaum besetzt, wird er schon abgeschossen. So ist es richtig. Gleich nochmal. Komm, auf geht's. Bisschen daneben. Hier haben wir nochmal eine Festung zerstört. Und statt diesen bauen wir diese. So.
und der wird hier auch nicht mehr treffen. Das ist okay. Das Gebäude ist zerstört. Das heißt, er hat wieder 3 Generäle verloren. Ideal. So muss es laufen. Da rennen jetzt ganz schön viele Generäle umher. Ah, das ist nicht so toll. Da ist noch ein kleines bisschen Gold. Es wird sich schon lohnen, das zu holen. So, hier kann ich gar nicht herkommen. Ich meine, wir könnten angreifen, aber so viele Generäle wieder gerade drin gewesen waren, müssen wir uns da auch keine Hoffnung machen, dass wir das schaffen. So, hier ist auch alles in Ordnung. Das läuft auch alles ganz gut. Dann gebe ich auch mal Minzverbot. Mehr nicht. Der soll ruhig ein bisschen stärker werden hier außen. Das Gebäude ist nicht besetzt, wird aber noch. Du hast keinen Fisch mehr. Heißt, du bist nicht mehr benötigt. Und du bist verbraucht. Das ist auch okay. Alles gut soweit. Den Holzfäller werde ich noch umlegen müssen. Also verlegen müssen. Nicht, dass ich ihn umlege. So. Hierher wird er nämlich umgebaut. Unsere Sägewerke scheinen Holz zu brauchen. Ich einfach hier nochmal einen mit rein. Ich habe zwar keinen mehr direkt hier, aber sollte schon passen. Das schaut alles echt gut aus. Jedenfalls bis gerade eben. Wieder ein Soldat. Die sind für hier oben. Super. Ja, dass ich hier schneller an den Stein rankomme. Und wir sollten jetzt nicht mehr so viel verbrauchen. Weil die Festungen ja schon eingerissen sind. Jedenfalls 2 davon. Ich wette nur, sobald die hier steht, wird er mit dem Katapult schießen können. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das nichts wird. Ist hier noch ein Soldat auf dem Weg? Da ist einer. Okay. Hier ist jetzt die Frage. Einen Weg hier rüber bauen kann ich nicht. Ist aber auch blöd. So viel vergeudetes Baumaterial hier. Ich baue lieber. Ja, wobei.
vielleicht hier den Turm. Schauen wir mal dann. So. Den noch mal her. Gold scheinen wir ja nicht mehr zu haben. Das war ja eh nur so ein kleines bisschen. Das kleine bisschen Kohle brauchen wir auch nicht mehr. Oder werden es wahrscheinlich nicht abbauen brauchen. Der versucht hier weiter vorzurücken, das ist gut. Ich ärgere mich immer noch, dass ich hier diesen Fehler gemacht habe. Was sehe ich ja, sobald er schießt. So, viel Stein wird es hier auch nicht mehr geben. Wie viel habe ich denn aktuell? Sagen wir mal 60 Steine. Je nachdem, wie viel Katapulte wir haben. Wir haben 7 Stück. Genau. 28 können wir da runterzählen. Da haben wir Kohle. Und da haben wir Wasser. Du hast keinen Fisch mehr. So. Das war ja auch nur die Vermutung, ob da hinten schon mal einer war. Und eigentlich wollte ich hier nochmal Gold sehen, aber scheinbar nicht. Es ist so ein extrem langer Weg. Schauen wir mal, ob wir hier Land genug haben können, dass wir hier was bauen können. Schaut's mit der Burg aus, die wird jetzt demnächst da besetzt. Kommen noch mehr. Und dann sehen wir das ziemlich schnell, ob das was Gutes war oder was Schlechtes. Nicht, dass es so gut war. Wir haben immer noch fast keine Soldaten. Das ist traurig eigentlich. Jetzt müssen wir das Katapult im Auge behalten. Noch sehe ich nichts. Noch sehe ich nichts. Wir sind vielleicht doch ganz knapp außerhalb der Reichweite. Ist aber äußerst knapp dann. Ja,
Er schießt immer noch nicht. Ah, da kommt ein Stein. Vielleicht hat er einfach noch keinen Stein. Ah, schauen wir mal. Okay, der Stein wird an ihm vorbeigebracht. Vielleicht hatten wir ja hier Glück. Schauen wir mal. Okay. Ich sehe immer noch keinen Stein fliegen. Gucken wir mal. Der hat seinen Turm endlich eingenommen. Du bist nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, es kann alles hier weg. Der hat keinen Stein mehr. Okay. Der auch nicht mehr. Ah, der läuft noch irgendwo hin. Ah ne, das ist der andere. Hm. Da fliegt noch nichts Offensichtliches. Okay. Ist nicht gut so weit. Da ist ein leerer Turm, das ist auch immer was Schönes. Holen wir nochmal zwei Erkunder her. So, der hat auch keinen Stein mehr. Der wird da demnächst irgendwann irgendwie belegt, gesetzt, wie auch immer. Die Ausbildung hier läuft. Fast kein Brot mehr. Ist die Frage. Der hat aber genug Material. Läuft also ordentlich. So, der Holzfäller hier ist fertig. Dann kann der jetzt unten seinen Dienst aufnehmen. Meine Kohlebergwerke hier werden auch bald leer sein. Mein Goldbergwerk hier auch. Das ist meine Hoffnung erstmal hier in dem Eck. Das habe ich wieder nicht gespeichert. Was haben wir es denn? Ja, damit würde ich auch sagen, ist diese Folge erstmal vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich hier ein bisschen mehr Land gewinnen können. Ja, vielleicht auch noch nicht. Muss man mal überlegen. Die Festung will ich auf jeden Fall zerstören, bevor ich hier weiter vorrück. Vielleicht sehe ich auch hier gleich, da ist erst der nächste Turm. Da ist hier vielleicht eine Festung. Na gut, ein Turm. Turm, Turm, Wachstube, Festung. Leerer Turm, Turm, Turm. Wachstube, sehr, sehr fest gebaut. Oder sehr, sehr unnachgiebig. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.